Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, liebe Bürgermeister und auch liebe Zuschauer ohne Bürgermeisterstadt oder so. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in einer weiteren Folge Transport Fever 2. Und bevor ich heute was Größeres anfange, gucken wir erstmal kurz in die Kommentare und was so alles anstehen könnte. Ich habe wieder einige Wünsche und Ideen in die Kommentare geschrieben und das gucken wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Also, wir fangen mal an mit einer Sache, die sowieso noch offen war. Und zwar unser Knast hier. Da habe ich mich vor ein, zwei Folgen beschwert, dass die hier alle hinbauen. Und das tun sie auch. Kann immer aufhören. Unfassbar. Ja, genau. Da hatte das Karabäus und danach noch jemand, ich weiß gerade leider nicht mehr, wer es war, in die Kommentare geschrieben, dass er diese Kollisionsplatte hier gibt. Die habe ich jetzt mittlerweile aktiviert. Ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert, aber wir probieren es mal einfach. Vielleicht funktioniert es. Also so sieht das Ding aus. Man kann das anscheinend dann überall hinsetzen und dort wird dann eben nicht mehr gebaut, weil das eben kollidiert. Die KI betrachtet das als Hindernis und dann konnte die da keine Häuser hinbauen. Wenn man das jetzt einfach so setzt, dann sieht man das. Das ist natürlich nicht gewollt. Jetzt kann man das wieder wegradieren. So. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass wir das einfach ein bisschen tiefer setzen. So. In die Erde sozusagen. Laut der Mod-Beschreibung muss man das Ding in den Boden reinsetzen. Ich mache mir da nur ein bisschen Sorgen, dass ich das Teil nie wiederfinde. Wir wollen das mal kurz ausprobieren. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich das jetzt da reinsetze, dann ist es halt weg. Dann sehe ich es nicht. Dann war es ein bisschen größer. Skalierung. Ach, was weiß ich. Dann war das mal ein bisschen größer. So. Keine Ahnung. Also so kann man es erkennen. So kann man es auch einfach wieder wegmachen. Mit dem Radiergummi. Aber wenn ich es jetzt in den Boden reinsetze, dann weiß ich nicht, ob das klappt mit dem Radieren. Weil ich sehe es ja nicht. Gut, also ich setze es mal einfach in den Boden und hoffe, es funktioniert. Oh Gott, ey. Ein bisschen Angst habe ich ja schon hier, dass ich mir irgendwas kaputt mache. Weil ich es einfach nicht sehe, wo das denn ist. Oh mein Gott. Oder, Moment mal. Oder ich mache das einfach in ganz, ganz groß. 20 Meter, geht doch größer. Oh. Tatsache. Aha. Ganz interessant. Ist halt nur scheiße, wenn ich es halt nicht sehe. Und den Boden versenke, da weiß ich nicht, wie groß das jetzt wirkt. Wirkungsbereich Höhe. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das genau macht. Ich werde jetzt erstmal. Oh Gott, ich bin echt nervös wegen sowas hier. Ich werde erstmal die ganzen Häuser abreißen, weil die haben da nichts verloren. Weg damit. Die spinnen ja wohl. So, Häuser alle weg. Gottes Willen sieht das aus. Die Mauer hier, die noch fehlt, die muss ich dann irgendwann noch nachtragen. Das mache ich auch. Bei Gelegenheit. Ja komm, das kommt jetzt auch wieder weg. Das brauchen wir nicht. Weg damit. Hier natürlich auch. Die können von mir aus bleiben. Die haben sich daran gehalten, dass sie hier nicht bauen sollen. Weil da ja diese Mauer schon theoretisch schon steht. Ja, und für alles andere mache ich jetzt diese Kollisionsplatte da rein. Und ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn ich es jetzt in den Boden reinsetze und nichts sehe. Kollision! Ja, also scheint zu funktionieren, aber ich will ja natürlich nicht, dass jetzt hier mit den Wegen kollidiert. Ich will nur, dass sie da nicht bauen können. Oh Gott, ey. Es ist zwar bestimmt eine sehr geile Mod, aber so richtig glücklich bin ich so nicht damit. Kann ich, was, wenn ich jetzt da nicht mehr drauf bauen kann? Machen wir es mal so und jetzt stellen wir eben gerade diese Mauer da drauf von dem Monument. Wo haben wir es denn? Die Mauer. Ah doch, das geht. Aha. Okay, na gut, das geht. Wunderbar. Also man kann es auch mit dem Baugerät da wegmachen, mit der Planierraupe. Gut, ich will jetzt hier nicht so ewig viel Zeit verbrauchen. Verplempern, deswegen mache ich das jetzt mal, glaube ich, alleine. Und dann hoffe ich mal, dass es funktioniert. So, ich habe jetzt mal überall diese Platte drunter gelegt und hoffe mal, dass es funktioniert. Wir werden jetzt mal einfach schauen, ob die da neu hinbauen oder nicht. Und da müssen wir einfach mal ein Ende finden hier für dieses Problem. Gut, dann lassen wir das mal und wir gucken jetzt mal weiter. Also, Leandre hat nochmal hier zu Melon was gesagt. Da habe ich letztes Mal die Linie hier erweitert. Diese Lilan hier. Und er meinte, die abgelegenen Gebiete konnte ich mit einer Tram anbinden. Ja, mal schauen. Hier noch eine Brücke rüber.
Könnte ich mal schauen, es wäre sowieso was notwendig wäre irgendwann, dass sie hier eine Buslinie oder sowas machen, die hier vorbeifährt, die hier vorbeifährt und hier durchfährt und dann zum Zopp hin hier. Das hat jetzt der Leon drauf vorgeschlagen. Ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt bisher, weil ich eigentlich diese Straße nicht benutzen wollte. Aber das scheint jetzt gerade im Moment komplett zu funktionieren. Der Stau hat sich aufgelöst. Also das können wir machen. Das werden wir auch machen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Aber nicht heute. Der Tag ist nicht heute. Genau, das waren wir. Dann gucken wir weiter zu John. Der hat sich gewünscht, hier mit seiner Stadt hier, der hat sich gewünscht, dass die große Umgehungsstraße hier nicht ist. Er hat sich geärgert, dass ich die hier durchgebaut habe. Und er hätte gern, dass es hier eine Umgehungsstraße hier außen gibt, auf der anderen Flussseite. Aber da sage ich, nee. Das ist mir hier zu eng. Wir haben hier schon mit vielen Megatonnen rumsprengen müssen, dass da überhaupt die Zuglinie hinpasst. Da passt nichts mehr hin. Hier, guck dich das mal an, das ist schon sehr, sehr knapp. Die Alternative wäre, dass ich hier lauter oder einen langen Tunnel bauen müsste und das mag ich nicht. Ich finde das doof irgendwie, gefällt mir nicht. Und deswegen setze ich erstmal hier auf die Straße, die mitten durch seinen Ort durchführt. Und das ist auch jetzt gerade nicht so schlimm. Der Verkehr ist, glaube ich, ganz okay. Also in seinem Ort ist alles gut. Wir haben hier ein bisschen Rückstau. Den kriegen wir aber noch weg. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Ja, die stehen halt hier an dieser Kreuzung irgendwie. Da ist auch eine Ampel gerade im Moment. Da werde ich mir was überlegen müssen. Vielleicht machen wir das im Stream. Apropos Stream, liebe Leute. Heute Abend ist wieder Stream. Ab 20 Uhr gibt es wieder Transitive Stream. Wer Lust hat, kann gerne reinschauen. Wir werden so ein bisschen Stau machen, aber wir werden vielleicht wieder Monumente machen. Aber ich werde mich jetzt nicht auf Stau und Monumente konzentrieren. Also wenn es heißt, ja, machen wir eine Linie hier und da, dann machen wir das. Allerdings, wie ihr wisst, mache ich in den Stau oder in den Streams am Samstag keine großen Sachen. Also wir werden keine neue Eisenbahnstrecke oder sowas bauen. Wir können gerne Buslinie von hier nach da machen, Buslinie erweitern oder sowas. Besonders wenn die Bürgermeister sich das wünschen. Aber es wird nichts Riesiges, Großes geben. Das machen wir dann im Let's Play. Genau. Aber sowas können wir auf jeden Fall dann machen. Und ja, hier müssen wir halt mal schauen, wie es ist, wie wir das besser hinbekommen können. Aber ich denke, Stau ist hier jetzt nicht unbedingt ein Riesenproblem. In die eine Richtung läuft es wunderbar. Hier ist Rückstau noch vor dieser Kreuzung hier. Aber ich glaube, das wird sich auflösen. Ich habe da vorhin schon, bevor ich aufgenommen habe, schon was gemacht, dass es hier besser läuft. Die haben alle hier angehalten. Alle. Als wäre da ein Stoppschild. Und das ist natürlich überhaupt nicht notwendig. Ich habe jetzt den Winkel ein bisschen angepasst und jetzt fahren sie da schneller vorbei und ich hoffe, das wird sich auflösen. Aber hier unten müssen wir natürlich schauen, wie wir das machen. Zum Beispiel auch mit einer Buslinie, die wir da hin machen könnten. Und zwar, wie machen wir das denn? Also eine Buslinie, die irgendwie über Meuron führt und oder La Cité-de-Léandre. Und dann hier rüber und dann weiß ich auch nicht, hier durch die Stadt von John durch irgendwie. Da würde ich mir sogar überlegen, ob wir da einen Tunnel bauen. Also Problem ist, dass wir hier einen Flaschenhals haben. Hier ist ja nur diese eine einzige Straße. Und da will ich jetzt nicht unbedingt einen Bus drüber schicken, der dann links und rechts abbiegt. Das fände ich doof. Also müssen wir schauen. Vielleicht von diesem Bahnhof aus hier eine Linie, die hier durchführt, irgendwie hier drüber. Und dann irgendwie vielleicht durch einen Tunnel. Von hier darüber oder irgendwie sowas. Und von dort darüber und dann irgendwie hier entlang. Einmal um den Kreisel drumherum oder wieder zurück oder irgendwie sowas. Warum nicht? Ja, doch, das wird schon schlimmer hier. Der Rückstau wird immer länger. Also, jetzt muss die Ampel aber weg hier. Blöde Ampel. Nein. Weg jetzt. Durchfahren. Du musst jetzt warten, Friedrich. Was soll das? Ist halt auch blöd, dass an der Stelle, gerade an der Stelle, dass es da von sechsspurig auf vierspurig runtergeht. Oh, das gerade noch ein bisschen erweitern hier. Ja, machen wir das mal bis hier hin. Also hier ist eigentlich gar nichts mehr los. Ist halt echt eine gute Frage, wo die überhaupt hinwollen hier. Wenn die da alle da durchkommen und was weiß ich, wohin fahren wollen. Vielleicht fahren sie auf diese Straße hier.
Die ist im Moment noch komplett frei irgendwie. Das werden wir beobachten müssen, was hier passiert. Ja, hier habe ich mir noch aufgeschrieben in dieser Stadt und das sollten wir vielleicht auch jetzt gleich machen. Wir haben ja diese blaue Linie, eine Kreislinie ist es. Vorsicht. Ah, nicht verschwinden. Ihr könnt die jetzt nicht erkennen. Jetzt, nein, ihr könnt sie trotzdem nicht erkennen. Das ist diese... Ach, komm schon. Blödes Ding. Es ist diese Kreislinie, die geht von diesem Bahnhofs- oder von diesem Zopf aus. Hier entlang, hier hoch, darüber und wieder zurück. Das ist die erste Linie in dieser Stadt, eben eine Kreislinie. Und die ist mittlerweile ein bisschen überfordert. Wenn man hier mal drauf schaut, ich habe das vorhin gesehen. Da stehen 95 Menschen, über 90 Menschen. Und das sind zu wenig Busse und keiner kümmert sich drum. Wir gucken uns das jetzt mal an, was da los ist. Oh, gelbe Postbusse, okay, ich sehe schon. Vier Fahrzeuge. Ja, die kann man doch eigentlich gerade mal umwandeln hier. Oder noch... Ach komm, wir machen das gleich. Wir machen das gleich ganz groß. Massenklonen! Jawohl. Und dann werden wir die Linie auch gerade ein bisschen erweitern. Oh ja. Also die läuft hier. Und ich würde sagen, die sollte auf jeden Fall... Hallo? Ein Mirage ist da. Der wird sich da mal selber freuen. Mit seinem Züricher Straßenbahn. Ist ja, glaube ich, auch so ein Züricher Teil. Diese blaue Linie, die konnten wir eigentlich noch bis komplett hier oben hin machen. Durch das Gebiet hier durch. Und natürlich unten rum. Also wir müssen ein bisschen erweitern. Das machen wir auch gleich. Wobei, wir wollen ja natürlich eigentlich keine Linksabbieger haben. Und man ist gar nicht. Achso, das sind hier Rechtsabbieger. Ja, dann ist okay. Aber hier sind es Linksabbieger. Wie machen wir das? Ich glaube, wir führen hier nicht auf dieser Hauptstraße entlang. Wir machen diese Haltestelle weg. Ne, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Die ist ja auch für die Tram da. Weiß ich auch nicht. Also, wie fährt denn das Ding jetzt? Es beginnt hier, fährt hier rüber. Das wollen wir nicht haben. Wir sagen, wir wollen jetzt hier hin. Ja, machen wir da mal eine Haltestelle hin. Da ist noch eine, die können wir mitbenutzen. Dann machen wir da noch eine hin. Dann kommen wir hier wieder drauf. Die nehmen wir auch mit. Dann geht's hier weiter. Wir halten hier nochmal an. Ja, und dann geht's hier irgendwie wieder zurück. Nur hier haben wir auf jeden Fall Linksabbieger und ich will die eigentlich hier nicht haben. Was heißt hier? Wir haben hier, spätestens hier haben wir Linksabbieger. Ja gut, ist halt so. Nee, wir werden die nicht hier auf dieser Straße anhalten lassen. Das gefällt mir nicht. Also die kommen von hier. Dann geht's hier weiter. Kein Mensch weiß ja, wo jetzt hier welche Bushaltestelle hingehört. Mein Gott. Hier geht's hin und dann eben einmal drüber. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Eigentlich kann man gerade alles wegmachen. Liebe Leute, ich werde das mal gerade auf die neuen Bushaltestellen umlegen. Und dann gucken wir gleich weiter. So, liebe Leute, ich habe das jetzt umgelegt und die Linie geht jetzt hier durch den ganzen Ort. Bis da oben hin und dann wieder zurück. Schauen wir mal, ob das was bringt. Und vor allem schauen wir mal, was diese Massen hier... Oh, was ist da los? Was diese Massen hier machen, wo die hinwollen. Oh. Da habe ich eine Bushaltestelle zu viel abgerissen, glaube ich. Ja, ich sehe schon. Gott, hat hier irgendjemand einen Überblick, was hier gerade wo überall ist? Ja. Oh, was ist hier los? Och Mann, alles, was ich mache, wird auch noch schlechter. So ein Mist. Gut, erstmal machen wir diese grüne Linie. So, jetzt ist alles wieder gefixt. Wir werden sehen. Irgendwann die Zukunft wird zeigen, ob das was bringt hier oder auch nicht. Gut, irgendwann machen wir auch noch eine Linie hier über diese neue Straße hier. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich werde es nicht vergessen, ich habe es mir aufgeschrieben. Also machen wir das irgendwann.
So, weiter geht's. Ich sehe gerade, dass da doch einiges los ist. Ich habe es vorhin auch schon gesehen, aber ich habe nicht drauf geachtet irgendwie. Da kommt man vielleicht gerade mal die Straßenbahn austauschen. 22 Stück. Was haben wir denn da für einen Takt hier? 93 Sekunden! Es geht aber auch besser, oder? Die fahren 40 km/h, glaube ich. 40 km/h. Wir haben jetzt hier diesen Mirage bekommen. Die fährt 60 km/h. Ist eigentlich überdimensioniert für diese Stadt. Also, haben wir nicht irgendwas mit 50 km/h? Was ist das für ein Schrott? Weil in der Stadt fahren die ja 50 km/h, soweit ich weiß. Wobei, Moment mal, auf der großen Straße kann es sein, dass die schneller fahren, oder? 60 km/h. Ah! Ja, dann her mit der Mirage, würde ich sagen. Wir tauschen die einfach aus. Ich dachte gerade 104 Millionen gelesen. Das wär's noch. So, jetzt. Also wir fahren jetzt etwas schneller, das heißt, der Takt müsste eigentlich etwas kürzer werden. Eigentlich. Vielleicht auch nicht. Wir kaufen noch drei neue dazu und ist gut. So, jetzt zur Kürze. Gut, dann hat sich der Marcel gewünscht, dass ich mal schaue, wie es seiner Stadt hier geht. Le Petit Zürich. Die Einkaufs- und Transportmetropole, wie er immer so schön zu betonen wagt. Ja. Immerhin staufrei, denke ich mal. Jawohl. Staufrei. Ja, also wahnsinnig viel kommt nicht an Werkzeug und auch nicht an Treibstoff. Aber ja, wir werden mal sehen. Da wollte ich jetzt gerade im Moment auch nichts dran machen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Stadt ein bisschen wächst, aber da werde ich jetzt zwar gerade nichts dran machen. Wir müssen halt gucken, dass da von allem etwas mehr rankommt. Aber wie gesagt, ich mache jetzt gerade nichts dran. Wir gucken jetzt immer nach La Moichelle. Der Meuchel hat sich auch gewünscht, dass wir da mal drauf schauen. Oh Gott, ich will gar nicht hinschauen. Ja, hier ist immer noch dieses gewisse Kreuzungsproblem. Mit den Linksabbiegern. Ja, das zieht sich halt auch durch die gesamte Stadt. Das ist nicht so wahnsinnig geil. Ich glaube, ich werde hier mal eben kurz alleine eine Lösung erarbeiten, liebe Leute. Und zwar eine Brücke hier rüber für die Linksabbieger. Und ich denke, ich werde auch hier für die Leute, die hier rüberfahren und hier links abbiegen wollen, an dieser Kreuzung, da werde ich, denke ich, eine Riegel vorschieben, die sollen hier schon abbiegen. Wahrscheinlich machen sie das vielleicht auch, also keine Ahnung. Ja, wir machen das jetzt mal. Das können wir gerade zusammen machen. So. Nein, keine Buslinie. Ach, Gott verdammt. Keine Busse. Geht natürlich nicht. Ich kann jetzt kaum erkennen, wie das hier aussieht hier. Ist das okay? Es ist nicht okay. Es sieht scheiße aus. So. Wir lassen es verkleinern, da sollen möglichst wenig Leute drüber fahren. Gut, also rein theoretisch die hier in den Ort rein wollen, die können jetzt theoretisch hier nach links abbiegen schon. Wobei, Moment mal, die in den Ort rein wollen und von hier kommen, die können auch über diese Brücke fahren. Warum tut ihr das nicht? Eigentlich sollten die bloß Rechtsabbieger übrig sein. Ich hasse euch. Gut, ich werde jetzt hier, glaube ich, nach irgendeiner Brücke gucken, damit die hier besser rüberkommen, weil es einfach... einfach scheiße hier an dieser Stelle. So, sieht das jetzt fertig aus? Ich hoffe mal, es hilft etwas. Haben wir da jetzt eine Ampel? Ja, wir haben jetzt eine Ampel. Noch nutzt keiner die schöne neue Brücke. Ich hasse euch! Aha.
Ja, hoffe, dass es jetzt hier den Durchfluss ein bisschen verbessert. Also, Molche, wir gehen zurück zu Molche. Der hat sich ein bisschen beschwert, dass er keine Werkzeuge abbekommt und auch keine Ziegel. Doch, Ziegel bekommt er. Was beschwerst du dich? Du hast auch Ziegel. Ja, aber das passt ganz gut rein. Ich habe letztes Mal ja diesen neuen Flughafen hier gebaut und rum überlegt. Wir haben hier eine Linie, die Brot von hier nach Broniblume fliegt. Moment mal. Okay, ist egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Wie dem auch sei. Wir werden einfach eine Linie machen von hier nach Zürich. Irgendwas habe ich letztes Mal gesagt. Ich weiß noch nicht mal was. Nach Zürich. Und da werden wir Bretter aufladen lassen. Bretter haben wir ohne Ende hier. Oh. Wir haben Bretter, aber das Sägewerk ist ausgelastet. Vielleicht funktioniert es doch nicht so gut. Der Plan wäre gewesen, wir laden hier Bretter auf, fliegen sie hier runter, packen sie hier in die Werkzeugfabrik und könnten sie dann entweder von hier wieder zurückfliegen, dahin und von dort aus dann nach La Rochelle bringen, oder, was mir glaube ich sogar besser gefallen würde, wäre irgendeine LKW-Linie, die dann hier über die Käfer fährt, da Werkzeug rauswirft, da Werkzeug raus und dort auch noch Werkzeug raus. Ja, ich glaube, das wäre mir am liebsten gewesen. Aber wenn das Werk hier gerade tatsächlich ausgelastet ist, da wäre es, glaube ich, ganz schön doof, jetzt da noch mehr Bretter abzweigen zu wollen. Wir gucken mal eben. Industrienstatistik, genau. Wir gucken mal eben, ob wir noch mehr Bretter irgendwo haben. Müsste eigentlich. Das ist das. Oh! Also, bei John. Ja, kein Flughafen weit und breit, ist natürlich. Scheiße! Ist doch scheiße. Ja, da müssen wir überlegen, echt mal, wie wir das machen. Also. Oder. Was John und auch andere gesagt haben, was ich auch schon gesagt habe, dass wir hier eine Zuglinie machen, die von hier unten irgendwie hier die ganzen Ortschaften mitnimmt, hier vorbei, dahin, bla bla bla, dahin und dann irgendwie hier an den Bahnhof ran. Das könnten wir machen und mit dieser Zuglinie könnten wir Baumstämme von hier darüber bringen, die hier umbauen irgendwie und dann wieder zurück mitnehmen. Hier nach unten, Bretter. Oh Gott. Und dann auf dem Rückweg oder irgendwie so, oder keine Ahnung. Achso, nee, nicht auf dem Rückweg. Nein, genau. Die Bretter kommen hier unten an, werden umgewandelt in Werkzeuge und die werden dann hier rüber verteilt. Aha. Kompliziert. Ja, wegen der Bäume hier müssen wir halt mal gucken. Da müssen wir hier irgendwie so einen kleinen Güterbahnhof hier irgendwie reinmachen. Ist ja eine schöne Ebene hier. Können wir das machen? Und dann werden da mit Gütertrams vielleicht Baumstämme rangeliefert. Hier wird das eingepackt. Hier hingefahren. Ja. Yeah. Und hier unten gibt es keine Baumstämme. Ach, das ist doch Mist. Also hier hätten wir auch noch Baumstämme. Hier haben wir noch eins. Das könnten wir auch noch an den Flughafen reinhauen. Und dann eben mit dem Flugzeug Baumstämme auch noch hier runter liefern. Das wäre vielleicht was, wenn der Zug sowieso mit Brettern beladen hier runterfährt. Dahin. Da kann er auf dem Rückweg ja noch die Baumstämme mitnehmen, die dann hier am Flughafen ankommen. Sieht kompliziert aus und ich glaube, das ist es auch. Aber das, ja, das mit dieser Linie hier, mit dieser Zuglinie, das hätte ich schon ganz gerne. Wird einfach Zeit. Ja, heute wird das natürlich nichts, aber ich glaube, das wird wir dann demnächst machen. Nach dem Stream dann irgendwann. Ich werde mir das aufschreiben, wie ich mir das gedacht habe, und dann machen wir das. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, liebe Leute, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge angekommen und es lohnt sich eigentlich gar nicht großartig noch was zu machen. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns hier noch so ein bisschen um, vielleicht auch, damit ihr Inspiration für den Stream bekommt nachher, falls ihr dabei sein könnt. Genau, schauen wir uns ja mal ein bisschen was an. Die Ortschaften und der Bürgermeister, würde ich sagen. Also wir haben jetzt St. Paul. Den Paul habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber die Ortschaft hat sich sehr nett entwickelt. Guckt euch das mal an hier. Sieht sehr schön aus, finde ich, hier mit den ganzen Hochhäusern und sowas, die sich hier neu entwickelt haben, hier oben auf dem Berg. Da war ja nichts vorher. Sogar ein Hochhaus hier da drauf. Hier fährt die Ute. Die ist sogar sehr beliebt. Um Gottes Willen, ey, da müsst ihr sowieso mal was machen. Ja, aber nicht heute.
Wir wollen jetzt gerade nur noch ein bisschen gucken. Gut, gucken wir weiter. Hier haben wir, glaube ich, keine Bürgermeister mehr. Da haben wir Lance. Will ich da kurz in den Stau reinschauen? Aha. Könnte schlimmer sein. Ist aber auch schlimm. Da müssen wir gucken, wie sich das auswirkt hier. Ob das was bringt. Oh. Irgendwie hat es überhaupt nichts gebracht. Aber ich glaube, das liegt an der Ampel. Wir machen die mal weg. Ohne Ampel liegt es, glaube ich, besser. Nein, du sollst nicht nach... Ah, er biegt nach rechts an. Okay. Oder wir machen hier fix die Buslinie weg. Die Busspur. Wobei, das bringt, glaube ich, nichts. Ja, das bringt nichts. Das bringt gar nichts an der Stelle. Das ist halt ganz, ganz blöd hier. Na gut, wenn wir das beobachten, vielleicht können wir das irgendwie noch besser machen. Ich weiß es gerade nicht. Hier ist Klagenfurt und Marcel. Ja. Das entwickelt sich irgendwie mit La Rochelle, irgendwie mit so einer schönen Doppelstadt irgendwie. Guck mal, hier weiter. Zürich haben wir eben schon geschaut. Da haben wir La Cité de Londres, die wächst ja auch ganz gut. Fast schon 1000 Menschen hier drin. Citadelle de Jourdain wächst nicht so gut, weil hat nicht so viel Platz, glaube ich. Und ich habe da auch hin und wieder mal ein bisschen Blatt gemacht. Wegen der Straße. Dann rutschen wir noch kurz rüber zu Sant'Sponsolino. Aha. Die Leute mögen den Bahnhof, aber ansonsten gibt es in dieser Stadt doch gar nichts. Es ist eine Stadt der Ruhe und der Idylle. Vielleicht mögen sie einfach die Harmonie dort. Da kann man in Ruhe und Frieden leben. Ohne einkaufen zu können oder sonst irgendwas zu machen. Dafür können sie ja mit dem Zug fahren. Genau. Diese Stadt ist ganz schön groß geworden hier. Die hat, glaube ich, keinen Bürgermeister. Aber sie ist groß gewachsen hier. Ein bisschen eingequetscht zwischen Zuglinie und Berg. Ach du Scheiße. Ach. Ach du Schande. Was ist denn hier passiert? Diese Stadt platzt ja aus allen Nähten. Ja, das ist schon interessant. Das ist die Stadt von Noom im Prinzip. Eigentlich gehört das, glaube ich, zu Chambéry dazu. Das ist noch die größte Stadt auf der Karte. Aber da diese unteren hier keine Bürgermeister haben, ist es eigentlich die Stadt Lévé in Normandie, so in meiner Wahrnehmung. Und ja, eine große Metropole. Die ist meine Güte. Ist es nicht geil, wie sie sich ausgebreitet hat hier? Wahnsinn. Ja, da war eigentlich angedacht, dass wir hier mal irgendwie noch eine Schmalspurbahn bauen, die hier außen am Rand der Stadt entlang geht und dann eben hier zum Bahnhof verbindet. Im Moment sieht das schon fast ein bisschen knapp aus. Da müsste man wahrscheinlich vielleicht durch das Tal hier gehen irgendwie und dann hier einen Bahnhof hinmachen. Und dann, ach keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Also das ist auf jeden Fall faszinierend hier. Sehr, sehr faszinierend. Alter, aber auch schön hier. Sehr amerikanisch gebaut irgendwie. Alles gerade und schachbrettartig. Ja, aber schön terrassenartig immerhin. Ja, was sagt denn hier unsere, wer ist denn das? Die Jacqueline fährt hier. Oh. Die könnte vielleicht ein bisschen mehr Kapazität vertragen. Ja, wir klonen die mal eben. Jacqueline die Vierte. Oh, was habe ich denn da geschrieben? Moment mal! Das ist ein komischer Rechtschreibfehler, den ich ja gemacht habe vorher. Jacqueline. So. Okay. Okay. Jo, wunderbar. Erwolfia hat jede Menge Ölreserven. Was ist los mit dir, Zug? Hol sie die mal ab oder nicht? 42 Millionen haut der Zug raus. 42 Millionen. Rate 902. Nicht schlecht. Ein schönes Stück hier. Ja, der Stadt hier geht es soweit, glaube ich, ganz gut. Stau in der Region haben wir hier. Das ist wahrscheinlich Rückstau von dieser elenden Kreuzung hier. Ja, egal, wenn es macht, irgendwo ist immer eine Kreuzung, wo es Rückstau gibt. Gut, dann gehen wir hier noch kurz weiter. Chambéry du Ziquet. Sieht schön aus, 748 Einwohner, nicht schlecht.
Die Stadt ist ein bisschen langweilig, ansonsten, die streckt sich halt entlang des Flusses irgendwie so ein bisschen aus. Geht auch nicht auf die andere Seite hier so richtig. Langweilig. Oh Gott, was ist hier? Diese merkwürdige Stadt, die streckt sich auch aus. Ja, Bürgerwasser haben wir hier ansonsten nicht mehr. Hier sind wir natürlich in Honigblume. Wieso liegt denn hier schon wieder Werkzeug rum? Könnt ihr das sicher mitnehmen? Dörte! Was macht die eigentlich? Takt 5 Minuten, eigentlich. Moment mal, wo steckt das Ding denn? Da ist sogar eine. Ja, die schafft das nicht, das alles mitzunehmen. Ist ja der Hammer. Wir hauen hier. Na gut, wir hauen hier 400 raus. Und die Dame hat eine Kapazität von 243 in der Rate. Ja, okay. Vielleicht holen sie noch eine Dörte. Wobei ja ein bisschen was von dem Werkzeug auch runter zum Flughafen geht und wegtransportiert wird. Also, es muss gar nicht alles die Dörte machen. Dörte 4, so. Gut. Dann haben wir noch unsere östlich gelegene Städte hier, Peter de la Blumenberg. Ganz, ganz schlimm wegen Emissionen, wegen des Flughafens. An dem ich natürlich schuld bin, ich weiß. Ich wollte den ja da unten haben. Das Schlimmste haben wir abgewendet, aber es hat natürlich gar nicht so schön, dass die hier komplett um Peter de la Blumenberg drum rumfliegen und halt alles erwischen. Kann man die Stadt vielleicht abreißen, woanders hinsetzen? Ja, aber die hier werden auch erwischt. Also ist alles nicht so schön hier mit den Emissionen. Ich gebe es zu. Skaraville ist hier wie immer sehr schön. Die haben sich an ihre neue Kirche gewöhnt. Sehr schick. Dann haben wir hier noch einige Ortschaften. Berg de la Beck. Da hat Macbeck seinen Sitz. Der bekommt irgendwann noch eine Seilbahn. Bei Gelegenheit. Und hier oben Le Bourg du Nico. Nico war schon lange nicht mehr da. Aber die Stadt ist für so abgelegene Lage ist die eigentlich gar nicht so schlecht hier. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, jetzt habe ich doch überzogen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und entschuldige mich, dass die Folge jetzt so ein bisschen gestückelt gewirkt hat. Wir haben vieles auf einmal gemacht und gar nicht so richtig. Aber ich dachte, ich gehe mal kurz auf eure Kommentare ein, so ein bisschen. Und wir gucken uns an, was daraus eben wird. Ja, nächstes Mal gucken wir dann nach dieser interessanten Bretterlinie da hoch, Werkzeuglinie. Natürlich sollen da auch Passagiere mitfahren, also so ist ja nicht. Ja, also dann bedanke ich mich und vielleicht sieht man sich nachher noch im Stream. Macht's gut, bis dann, eure Lucida. Tschüss.